Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hinter mir heute kein Gewässer, sondern ein richtig großer Wald. Ich bin bei meinem Kumpel Jan in NRW zu Besuch und was wir die nächsten zwei Tage hier in diesem wunderschönen Wald erleben werden, seht ihr genau jetzt. Leute, ich bin Jan-Philipp König von der Jagdakademie König und ich berate Jungjäger, Jagdinteressierte und Jäger aller Art für die jagdliche Aus- und Weiterbildung. Ich habe heute meinen Kollegen Colin hier zu Besuch. Wir sind hier im Revier, wie ihr sehen könnt, und wir versuchen heute in den nächsten zwei Tagen dem Colin die Jagd ein bisschen näher zu bringen, was alles dazugehört. Wir haben ein großes Programm, wir werden jagdliche Einrichtungen besichtigen, wir werden Kitze retten, wir werden Wildgehege besuchen, wir werden den Schießstand besuchen. Und wir werden natürlich auch auf den Ansitz gehen. Also Leute, kein Angelvideo, sondern ein Jagdvideo. Auch wenn ihr kein Jäger seid, aber naturinteressiert seid und Angler seid, bleibt trotzdem dran. Es wird unfassbar spannend. Jan, die nächsten zwei Tage bin ich bei dir. Warum bin ich überhaupt bei dir? Ich finde Jagen super, 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 super spannend. Aber ist in Deutschland auf jeden Fall, ist auch richtig so, nicht ohne Jagdschein möglich. Und da bist du der richtige Ansprechpartner. Dann hat nämlich eine eigene Jagdschule und da werde ich meinen Jagdschein machen. Aber um jetzt erstmal überhaupt zu verstehen, was Jagen überhaupt ist, denn es ist nicht, wie nicht die meisten, aber wie viele Leute bestimmt denken, einfach nur Tiere abschießen, sondern es ist so, so, so viel mehr dahinter. Geht's die nächsten zwei Tage bei Jannes Revier. Das erste Thema ist Kitze retten. Ich würde sagen, dann legen wir jetzt erstmal los. Kitzrettung, was bedeutet das eigentlich? Also die Kitzrettung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil unendlich viele Kitze zu dieser Jahreszeit jetzt zermäht werden. Das heißt, wir versuchen die Kitze vor dem Mähwerk zu retten. Die Landwirte mähen jetzt die erste Maat im Grünland und wir versuchen die Kitze halt vorher rauszuholen, dass sie nicht tot gemäht werden. Also sagen Kitz ist also ein junges Reh. Genau. Und die können jetzt noch nicht so super laufen, sondern werden von ihren Eltern in die Wiese abgelegt. Genau. Und haben relativ wenig Chance gegen einen 5-Tonnen-Traktor wahrscheinlich. Eigentlich eine traurige Sache, aber umso besser, dass es Leute wie Jan und auch viele andere Jäger gibt, die sich dann auch ums Rehwild kümmern. Und wie genau das Ganze abläuft, seht ihr jetzt. So, also was wir jetzt machen, wir fliegen die Fläche in geraden Linien ab, diesmal manuell, und achten auf helle Punkte. Und sobald wir einen heißen Wärmefleck haben, gehen wir also die Fläche an und schauen, ob es sich dabei um einen Kitz handelt oder vielleicht doch nur um Maulwurfshaufen oder einen Stein oder eine helle Fläche, ne, wo einfach wenig Gras hochgekommen ist. Okay Leute, Drohne ist in der Luft. Jan steuert sie jetzt. Wir sind einmal links Wärmebild, einmal rechts die normale Drohne. Und man sieht schon uns als Person links mit unserer Körperwärme. Und wir haben hier eine ähnliche Temperatur, deswegen werden die auch hell aufleuchten. Dann gucken wir mal, ob wir ein paar finden, oder? Genau. Schön wär's fürs Karma. Da ist irgendwie was sehr Helles, ne? Genau, das müssen wir uns mal anschauen, was das ist. Da liegt auf jeden Fall was drin. Für uns jetzt hier nicht zu erkennen, was genau, aber also auf jeden Fall ein Stück Rehwild. Ihr seht's, es ist Wärmebild. Und da so ein ganz, ganz helles Stück, muss also sehr warm sein. Sehr klein, also könnte passen, oder? Genau. Dann mal nichts wieder ab dahin. Weiter hätte es auch nicht sein können von uns, ne? Nee, also letztes Stück von der Wiese. Wir sind jetzt auch ein bisschen beeilen, weil die Drohne muss ja drüber stehen, aber hat nicht unendlich Akku. Aber ich bin sehr gespannt. Das wäre natürlich sehr cute zum Bambi. Und natürlich auch eine gute Sache, wenn es raus ist, wenn jetzt gleich gemerkt wird. So, sind jetzt kurz davor. Hier oben schwebt die Drohne. Bin mal sehr gespannt. Da hinten hört man das weibliche Rehbellen. Das liegt jetzt so 7-8 Meter vor uns. Jetzt sind wir aber auch gerannt. Auf jeden Fall. Wir haben die Rieke abspringen sehen, die schreckt jetzt auch. Jetzt gucken wir, dass wir das Kitz rauskriegen. Kitz rauskriegen heißt, wie machen wir das? Das heißt, wir nehmen Gummihandschuhe. Ganz, ganz wichtig, dass da keine Witterung drankommt. Ganz viel Gras. Und dann setzen wir das in die Box. Und dann gucken wir, dass der Landwirt zügig mäht. Okay Leute, ich ziehe mal noch ein paar Grasbüschel. Habe ich Schuhe schon an. Es ist so wenig wie möglich menschengeruch an das Kitz zu gehen. Ist auch ganz wichtig, damit das Mutterreh danach das Kitz wieder annimmt. Jetzt gucken wir mal, oder? Dann stell die Kiste ab.
Und jetzt nimm das ganz vorsichtig mit dem Gras. Ja, legst du die Kiste, oder? Auf. Leg noch ein bisschen Gras vorher in die Kiste weiter. Also noch ein bisschen dazu. Oh Gott, Leute, wie süß. Da liegt's. Ist das knuffig, Alter. So klein, so unscheinbar. Deswegen auch so gefährlich vor Mad-Tod. Wir tragen es jetzt in den Wald. Dann ist hoffentlich vor Man nicht mehr reingetragen, aber es ist gleich gemäht. Hier, Leute, guckt sich nochmal an. Habt einen kleinen Kopf. Also schön weißen Punkt, damit es mehr getarnt ist. Ewig lange Beine. Ich wachse ein bisschen unproportional mit. Echt ein wunderschönes Tier. Okay, Leute. Ich fasse es wieder nur mit Gras ab. So, hier sind wir jetzt durch. Es sind alle Kitze raus. Der Landwirt kann jetzt seine Fläche mähen. Beide im Bast, gerade logischerweise, schieben ihre Trophäe neu. So krass. Die haben wir gerade vor. Hol mal die Flinte raus. Nee, Spaß, Leute. Wir sind tatsächlich im Wildtiergehege, einfach um ein paar Aufnahmen für euch zu machen. Aber es ist ja auch ganz spannend. Dann erklärt mir jetzt mal ein bisschen den Unterschied. Es gibt ja nicht nur einfach nur Rehe und Hirsche und so weiter, sondern da ist ja auch ein bisschen mehr dahinter. Da höre ich jetzt mal gespannt zu. Okay, Jan, für die meisten sehr wahrscheinlich gibt es irgendwie den Namen Reh und Hirsch, den haben sie schon mal gehört, aber was genau was ist, ist wahrscheinlich noch nicht so bekannt. Gib uns nochmal die Most Basic Facts ganz kurz. Um das zusammenzufassen, das sind alles Wildarten der Gruppe der Zervinen. Wir unterscheiden da in die echten Hirsche und in die Trughirsche. Die echten Hirsche sind das Rotwild, das Dammwild, was wir hier sehen. Das Rehwild gehört zu den sogenannten Trughirschen. Was also die Zervinen alle gemein haben, ist, dass sie ihre Trophäe abschmeißen, also abwerfen und jedes Jahr aufs Neue schieben. Das sehen wir jetzt gerade hier, weil viele sich wundern, warum haben die Dammhirsche nicht ihre Schaufeln. Wenn ich jetzt Wanderer bin, jetzt vielleicht nicht direkt Jäger, und im Wald mir wirklich was antreffe, was sehr cool wäre, wie kann ich denn Rotwild, Rehwild, Dammwild am aller Basic einfach zu unterscheiden? Also am einfachsten ist natürlich zum einen erstmal die Größe, ne? Also wir sehen natürlich, dass das Dammwild ist erheblich größer schon als das Rehwild und das Rotwild ist nochmal größer als das Dammwild. Also die Größe ist die erste Unterscheidungsmerkmal, dann natürlich aber auch eben die Färbung. Ne? Wir sehen hier auch das Rehwild ist immer, wie wir es kennen, rot-braun. Das ebenso wie das Rotwild und das Dammwild ist in der Regel gepunktet, hat viele Farbvariationen, so wie wir es hier auch gesehen haben, in Schwarz, in Weiß. Damit ist schon das meiste für den Laien getan. Ja, also an jeden Lob und Respekt, wenn man immer eins in echter Wildfarben sieht, sind echt alle drei Arten richtig schöne Tiere. So Colin, auch wenn der Eindruck entsteht, Jagd hat nichts mit Waffen zu tun, weil man 80-85% wirklich ohne Waffen im Revier unterwegs ist und arbeitet. Auch wenn das wahrscheinlich der wenigste Teil ist, den die Leute sehen, ne? Genau, das ist der Teil, den die wenigsten Leute nach außen oder von außen sehen. Hat es natürlich auch mit Waffen zu tun. Die Sicherheit ist das alleroberste Gebot. Man darf keine Angst haben vor den Waffen, ja, wir müssen sie sicher beherrschen. Aber wir müssen uns immer im Klaren sein, hier geht eine große Gefahr von aus, jeder Schritt muss gut überlegt sein. Wir haben uns für so eine Waffe entschieden, weil wir von den Modellen überzeugt sind. Die sind sehr zuverlässig, sehr gut, sehr sicher. Auch in einer jungen Ausbildung extrem erfolgreich. Und jetzt wollen wir mit dir mal schießen gehen.
Ich bin jetzt sehr gespannt. Es geht natürlich nicht direkt auf ein echtes Lebewesen, sondern erstmal auf den Schießstand. Aber, was du gesagt hast, man braucht keine Angst vor. Respekt habe ich auf jeden Fall davor. Also die Backe richtig dran drücken. Genau, richtig dran drücken. Mit der Brille ist auch kein Problem. Genau. Jetzt machen wir Folgendes. Wir machen jetzt wirklich mal einen Schuss. Ja? Ja. Die Faust hier, die liegt einfach nur auf, oder? Richtig. Jetzt machst du Folgendes. Jetzt nimmst du den rechten Daumen und der Finger bleibt die ganze Zeit vom Abzug weg. Ja. Jetzt spannst du mit dem rechten Daumen, schiebst du den Spanner nach oben. So, jetzt ist die Waffe schussbereit. Finger aus dem Abschuss, aus dem Abzug lassen. Jetzt gehst du ins Ziel. Okay, und wenn du den Finger anlegst, dann löst sich der Schuss. Okay. Okay, du kannst. Okay, Waffe entspannen. Nach unten, ne? Genau, also ich mach das. Kalle, sag mal zu den Leuten, was wir jetzt machen. Geh jetzt auf den Ansitz, Kalle, da bist du aufgeregt, ne? Das wird spannend hier. Ja, ja. Dazu müssen wir natürlich leise sein, ne? Also nicht irgendwas knacken und auch nicht laut reden. Immer ganz wichtig, Ruhe aufnehmen. Weil wir jagen ja heute auf Rehwild. Ja? Wir haben Mai. Wir versuchen selektiv zu jagen. Ja? Das heißt, wir wollen schmale Rehe und Jährlingsböcke wollen wir drauf ansetzen. Wir versuchen in der Jugendklasse einzugreifen. Hier geht es also darum, dass wir junges Wild bejagen. Und es ist eben so, das Schmalreh ist halt sehr schwer anzusprechen, auch zu dieser Jahreszeit. Deswegen muss man sehr viele Rehe sehen, auch als Jungjäger, um das zu üben. Und gerade im hohen Gras ist es wichtig, dass wir nachher die Bauchlinie sehen können. Ansprechen heißt, das Wild angucken, anschauen, beobachten, ne? Einschätzen, was ist das für ein Stück, welches Geschlecht, welches Alter. Und ideal wäre für uns halt ein geringer, also ein schlecht veranlagter Jährlingsbock. Das heißt, die eine, wo wir von ausgehen, der wird nicht so gut. Das heißt, der wird nicht so gute Gene weitergeben können wie ein besser veranlagter. Das heißt, bei uns im Revier sind das Spießer, so bis 3/4 Lauscherhöhe. Lauscher sind die Ohren vom Reh. Das heißt, wir versuchen, einen Bock zu schießen, der ungefähr so hoch auf hat. Ja, Spieße, dünne Spieße, keine Vereckungen. Und genau so einen müssen wir jetzt suchen. Ja, also ganz, ganz wichtig zu sagen. Der gute Jäger knallt nicht einfach alles ab, was hier auf die Wiese rennt. Es gibt wie beim Angeln auch Schonzeiten. Und vor allen Dingen auch beim Angeln sagt man eher, die richtig großen Fische, die gut für den Bestand sind, die gute Gene haben, die sollten eher im Wasser bleiben. Alles Kranke muss natürlich raus, so ist es hier auch. Und man geht eben eher auf die schwächeren Tiere und probiert eben den Genpool möglichst gut zu halten und die guten Tiere zu schonen. Genau. Bis jetzt ist noch gar nichts draußen, kann sich aber, wenn jetzt ein bisschen ruhiger sind und weniger filmt, gleich ändern.
So Leute, wir haben einen passenden Bock vor. So ein Jährlingsspießer. Der würde uns wirklich gut passen, ist aber zu weit weg für einen sicheren Schuss. Wir werden gleich mal schauen, dass wir unsere Position verändern können. Und versuchen dann, dass wir den Bock erlegen können. Krasse Situation. Hatte ich jetzt wirklich auch nicht. Da steht wirklich ein bisschen zu weit. Mit einer kleinen Senke drin. Das heißt, wir werden jetzt ultra leise probieren, den Stand zu verlassen. Und uns auf der Wiese ein bisschen ranpirschen. Super spannend. Rund ums Drum sind natürlich nicht nur der Bug, sondern noch 10.000 andere Rehe geführt. Und es wird echt eine spannende Aktion, ob wir sie jetzt gleich alle vertreiben oder ob wir Erfolg haben. Das war mal eine ultra krasse Aktion. Vom Stand aus war der Winkel schlecht, dann wirklich die paar Meter runter gepirscht und dann Abschuss, echt spannend. Wir haben jetzt gewartet und jetzt gucken wir uns mal das Tier an, oder? Genau, gehen wir mal hin. Also ich muss sagen, den Moment jetzt hier zu dem Tier hinzugehen und gucken, was ist, das finde ich immer absolut spannendsten. Ich bin immer richtig aufgeregt da. Super spannend gerade, ey, Adrenalin. Obwohl ich um 4 Uhr aufgestanden bin, so todeswach wie selten. Wir stehen jetzt am Stück, der Rehbock liegt, passendes Stück, genauso wie wir es angesprochen haben. Haben wir etliche Stück Rehwild heute schon gesehen und auf den haben wir gewartet, den haben wir gesucht. Ein ganz geringer Bock, guter Selektionsbock. Ganz geringes Stück, Jährlingsbock, kleiner Spießer, Unterlauscher hoch, keine Vereckungen. Daran können wir erkennen, dass es für unser Revier ist das ein Abschussbock, also kein Zukunftsbock. Okay, was ist immer der erste Schritt nach dem Abschuss, wenn man am Tier ist? So, wenn man am Stück Wild angekommen ist, ist der erste Schritt, das Stück vernünftig hinzulegen und dem Stück die letzte Ehre zu erweisen. Mit dem letzten Bissen. Für alle, die jetzt keine Hardcore-Jäger sind, was ist überhaupt ein bruchgerechtes Stück? Also das bruchgerechte Holz, das wir jetzt suchen, mit der Abkürzung Effekt, das sind also die Baumarten, die man als bruchgerecht bezeichnet, die also dem Stück würdig sind, ja, dass man da mit den letzten Bissen macht. Wenn man nichts anderes findet, bei Ermangelung von bruchgerechten Holzarten, kann man auch Alternativen nehmen, ne, wenn es einfach im Bestand nicht vorkommt, im Feldrevier oder sowas. Ja. Aber wir suchen jetzt nach was Gutem bruchgerechten. Okay, passenden Baum gefunden. Genau, jetzt machen wir einfach hier zwei Stücke für uns ab. Und die brauchen wir jetzt, um dem Bock die letzte Ehre zu erweisen. Wir sind jetzt wieder am erlegten Rehbock und wir erweisen ihm mit dem letzten Bissen die letzte Ehre. Es ist halt ein Brauch, wenn man ein Leben genommen hat. Da ist ganz wichtig, dass man sich das immer vor Augen führt und sehr viel Ehrfurcht der Kreatur gegenüber erweist. Also Leute, ich finde diesen Moment immer noch total krass. Das ist jetzt mein zweiter Jagddreh. Auch das zweite erlegte Stück, wo ich mit dabei war, ist einfach wirklich ein ganz anderes Ehrfurchtsgefühl nochmal im Vergleich zu einem Fisch. Aber wirklich ein perfekter Abschuss. Das müssen wir gerade sagen lassen. Ein Spießer, das heißt, er hat noch keine Verästelung. Also vom Alter und so perfekt. Ich finde es auch todesinteressant. Man sieht hier gerade, wie er sich verfärbt. Wir haben hier dieses graue Winterfell und dieses hellbraune Sommerfell, was ich persönlich noch ein bisschen schöner finde. Was ein wunderschönes Tier, ey. Unfassbar. Also Leute, wirklich ein absolut krasser Moment. Der wird jetzt aufgebrochen und natürlich komplett verwertet. Für uns geht es dann jetzt erstmal 2-3 Stunden schlafen. Und dann geht es weiter, würde ich sagen. Richtig, dann geht's weiter. So Leute, das ist übrigens das Kühl aus, wo die Schlachtung so ist. Der Rehbock hängt da jetzt, wird ja wirklich komplett verwertet. Fleisch ist ja klar zum Essen, Burger Patties, Bratwürste etc. ist ja auch wirklich mehr biogen. Also bis zur letzten Millisekunde gibt es das Ding ja komplett in der Wildnis. Und dann auch geht es auch noch weiter, die Trophäe wird natürlich abgekocht für einen schönen Jagdtag. Und der Rest, der geht einerseits hier, ist ja auch eine Hundeschule, in die Hundeprüfung. Und andererseits wird er auch in den Wald gebracht für das Raubwild, also Füchse, Dachs und so. Alles, was da hingebracht wird, wird da nicht ein echtes Rehkitz oder so gegessen. Also es ist schon eine, wirklich sagen, eine 100% Verwertung.
Ansonsten war es wirklich krass, was wir hier in den 2 Tagen jetzt erlebt haben. Also Rehkitzrettung mit Drohne und Suchen. Dann wirklich mein erstes Mal Schießen auf dem Schießstand. Dann wirklich auch noch der Bock hat geklappt. Also war echt alles dabei. War echt eine geile Zeit. Ihr seht, Jagen ist nicht einfach nur Tiere abballern, sondern viel, 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 viel mehr. Auch viel mehr, als in diesem Video noch gezeigt wird. Ich stehe jetzt kurz vor meinem Jagdschein. Ich werde jetzt meinen Jagdschein machen. Wenn ihr auch Bock auf Jagdschein habt, vielleicht, was sind da die Gründe, warum man keinen Jagdschein macht? Man hat eben keine Zeit. Da hilft euch natürlich ein Online-Programm. Das gibt es hier. Könnt ihr hier oben mal informieren in der Infokarte. Oder hier, oder hier, oder hier. Ich weiß nicht genau, wo ich es einblenden werde. Oder in YouTube-Beschreibung. Könnt ihr bei der Jagdschule König dann euren Jagdschein haben. Klickt da einfach auf den Link drauf. Und dann freue ich mich, wenn es weiter coolere Jäger gibt, die Spaß an der Natur, Spaß an der Sache haben. Und vor allem auch große Leidenschaft zeigen. Für mich geht es jetzt nach Hause. Jagd ist auf jeden Fall, habe ich jetzt gemerkt, auch wenig Schlaf. Ich werde jetzt ein bisschen Schlaf nachholen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit entweder einem Angel- oder einem Jagdvideo. Also entweder vom Wald oder vom Fluss. Bis denne.